Das Milliardenprogramm der EZB war heute auch beherrschendes Thema im schweizerischen Davos, wo sich alljährlich die Spitzen von Politik und Wirtschaft treffen. Kanzlerin Merkel nutzte ihre Rede auf dem Weltwirtschaftsforum zu einem Plädoyer. Gerade jetzt gelte es, Reformen konsequent fortzuführen, um die Haushalte zu stabilisieren. Europas Pfad aus der Konjunkturflaute ist nicht leicht zu finden und schon gar nicht einstimmig. Kanzlerin Merkel gilt eher als Skeptikerin expansiver Geldpolitik. Eine Reaktion auf die EZB-Pläne ließ sie sich nicht entlocken, nur so viel. Was immer für eine Entscheidung die EZB fällt, sie darf nicht davon ablenken, dass die eigentlichen Wachstumsimpulse durch vernünftige Rahmenbedingungen durch die Politik gesetzt werden müssen und auch gesetzt werden können. Okay, da sage ich aber noch mal ein ausdrückliches Ja, weil ich noch einmal darauf hinweisen will, wenn wir mehr Wachstum bekommen, dann können wir auch anschließend die Schulden, die wir machen, besser zurückzahlen. Entlastung generiert Wachstum und Wachstum schafft Arbeit. Das ist die Gleichung und so müssen wir denken. Das ist ganz, ganz wichtig.